stell dir mal vor, Jesus kommt zurück. Ja. Leute, hier bin ich wieder. Wäre nicht das erste Mal, dass er von den Toten wieder auferstanden ist? Jesus Christus starb vor 2000 Jahren für unsere Sünden am Kreuz. Aber er blieb nicht tot. Denn er lebt, er ist auferstanden und lebt heute noch. Und wenn er wiederkommt, dann nicht mehr als Lamm, sondern als Löwe, um all die Menschen mitzunehmen, die an ihn glauben und um die zu richten, die es nicht tun. Auf welcher Seite befindest du dich? Sagte, hey, was ist dieses Vegan? Was würdest du ihm dann erklären? Ich denke, der hat das ja schon mitbekommen von da oben. Er weiß also Bescheid und sagt also, Leute, wir können vegan sein, warum steht hier ein Schlachthaus? Jesus Christus war kein Vegetarier. Noch steht irgendwas davon in der Bibel, dass wir als Nachfolger Vegetarier sein müssen. Aber was steht dann in der Bibel? Wir lesen in 1. Buch Mose, Kapitel 9, Vers 2 folgendes. Furcht und Schrecken vor euch soll über alle Tiere der Erde kommen und über alle Vögel des Himmels, über alles, was sich regt auf dem Erdboden und über alle Fische im Meer. In eurer Hand sind sie gegeben. Alles, was sich regt und lebt, soll euch zur Nahrung dienen, wie das grüne Kraut. Nur dürft ihr das Fleisch nicht essen, während sein Leben, sein Blut noch in ihm ist. Als Gott die Israeliten aus Ägypten befreite, führte er sie durch die Wüste und sie murrten vor Hunger und Gott gab ihnen Fleisch zu essen. Wir lesen in 2. Buch Mose, Kapitel 16, Vers 12. Ich habe das Murren der Kinder Israels gehört. Sage ihnen, zur Abendzeit sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen mit Brot gesättigt werden. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Und es geschah, als es Abend war, da kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager. Verunreinigt das Essen von Tieren oder tierischen Produkten den Menschen? Nein, in keinster Weise. Wir lesen in Matthäus 15, Vers 17 folgendes. Begreift ihr noch nicht, dass alles, was zum Mund hineinkommt, in den Bauch kommt und in den Abort geworfen wird? Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Das ist das, was den Menschen verunreinigt. Dann dein Gott wird das besser finden, wenn du demzufolge dann vegan lebst? Jesus selber versorgte sehr viele Menschen mit Brot und Fisch. Wir lesen zum Beispiel in Markus 6, Vers 41 folgendes. Und er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf und dankte, brach die Brote und gab sie seinen Jüngern, damit sie austeilten. Auch die 2 Fische teilte er unter alle. Und sie aßen alle und wurden satt. Und sie hoben 12 Körbe voll an Brocken auf und auch von den Fischen. Und die, welche die Brote gegessen haben, waren etwa 5000 Männer. Jesus speiste hier 5000 Männer mit Brot und Fisch. Später speiste er weitere 4000 Männer mit Brot und Fisch. In Markus 8, Vers 6 lesen wir folgendes. Da befahl er, die Menge sich auf die Erde zu lagern. Und er nahm die 7 Brote, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern, damit sie sie austeilen. Und sie teilten sie dem Volk aus. Sie hatten auch noch einige kleine Fische. Und nachdem er gedankt hatte, gebot er auch diese auszuteilen. Sie aber aßen und wurden satt. Und sie hoben noch 7 Körbe voll übrig gebliebene Brocken auf. Es waren aber 4000, die sie gegessen haben. Im Johannesevangelium, Kapitel 12, Vers 1, lesen wir auch, dass Jesus bei Lazarus zu Hause eingeladen worden ist, um mit ihm Gastmahl zu nehmen. Und wer sich mit den Bräuchen auskennt, der weiß, dass es dort auch Obst, Gemüse, Wein, Fisch und Lamm gab. Das folgende Video bestätigt das Ganze auch nochmal. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien, dem Ort, wo Lazarus wohnte, den er vom Tod auferweckt hatte. Die Geschwister hatten Jesus zu Ehren ein Festessen vorbereitet. Martha trug auf,
während Lazarus mit Jesus und den anderen zu Tisch saß. Als Petrus in Joppe zu beten begann, sah er eine Vision. In diese Vision sah er, wie eine Decke vom Himmel runterkam, und in diese Decke waren alle Arten der Tiere. Und er hörte die Stimme Gottes, die dazu ihm sprach: Petrus, steh auf, schlachte und iss. Und Petrus antwortete: Keineswegs, Herr, noch nie ist etwas Gemeines oder Unreines in meinen Mund reingegangen. Und Gott antwortete wieder: Erkläre nicht für unrein, was ich für rein erklärt habe. Wir sehen also, Jesus war kein Veganer, aber er verurteilte auch nicht die, die nicht vegan sind, sondern er half ihnen. Und genauso solltest du auch handeln. Denn nicht, was in den Mund hineinkommt, kann den Menschen verunreinigen, sondern was aus dem Mund herauskommt. Wenn du Veganer bist und du bist damit glücklich, dann sei Veganer. Aber verurteile nicht die Menschen, die nicht so sind wie du. Der Herr Jesus Christus, er segne dich.